Moin, moin, Uli. Willkommen im Green Room. Vielen Dank. Freue mich, hier zu sein, obwohl er nicht green ist. Schon mal vorweg. Du musst dir einen imaginären Raum vorstellen, der jetzt im Hintergrund grün ist. Also es ist zwar eine Glaswand, aber... Geht klar. Stark. Also, allererste Frage, wie bist du in diese Branche reingerutscht? Das war vor circa 20 Jahren, weil ich war davor Musikjournalist für 1 Live und Deutsche Welle, Radio Fritz, FM4 und so weiter. Und ja, da wurde ich dann von einer der Sender, die ich jetzt nicht nenne, gefeuert. War mein Hauptauftragsgeber und das hat mich finanziell ruiniert. Und dann wusste ich, in der Branche wird es ganz schwer, wieder Fuß zu fassen, weil es der größte Auftraggeber von mir war und auch der am besten bezahlt hat. Mhm. Und dann habe ich einfach mein Studium in die Mülltonne geschmissen, weil das war eigentlich das, was ich gelernt habe. Und dachte, ich bin jetzt eh ein arbeitsloser Loser, dann kann ich auch Partys machen, weil das kann eh jeder Trottel. Und schau hin, es kann jeder Trottel. Und ich bin super erfolgreich damit geworden. Und die erste Party war dann ungefähr vor 20 Jahren. Also würde ich sagen, habe ich vielleicht vor 20,5 Jahren damit angefangen zu sagen, hey, weißt du was, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Also mache ich Partys. 20 Jahre her, das ist ja, ja. So Wahnsinn, was für eine Zeit im Grunde vergangen ist. Also du hast wirklich eine richtig lange Zeit gesehen, wie das Veranstaltungsbusiness auch funktioniert hat. Das ist ja Wahnsinn. Was hast du vorher studiert? Medienwissenschaften und Kunst. Und vor allem Medienwissenschaften sind ja relevant dann für sowas wie Radiojournalismus. Weil ich war ja Radiojournalist, also primär nicht, Zeitungen und Fernsehen, natürlich auch etwas Presse, Zeitschriften so, aber primär war ich Radiojournalist, ja. Und fiel dir das einfach, diesen Schritt zu sagen, ey, komm, konventionell, mir wird gesagt, ich muss in die Uni studieren und das dann jetzt einfach abzubrechen und zu sagen, komm, das ist mein Weg, dass ich jetzt Veranstalter werde? Nee, ich habe erstmal 3 Monate PlayStation 3, war es glaube ich damals, oder 2 vielleicht sogar, ich könnte sogar 2 sein, ne? Gezockt, weil ich so down war, weil ich kapiert habe, dass der Weg nicht mehr mein Weg sein kann, rein finanziell betrachtet. So. Mhm. Dann war ich erstmal im Eimer und habe echt gezockt mit meinem damaligen Mitbewohner, Manuel hieß der. Und dann ist das eher daraus entstanden, weil ich unheimlich gerne kreativ arbeite und die damalige Clubszene in Köln primär natürlich mich unfassbar gelangweilt hat. Mhm. Und dann habe ich eher so gesagt, hey, ich bin gelangweilt von dem Angebot größtenteils, also will jetzt nicht jeden beleidigen, aber größtenteils. Und weil ich eh Zeit habe, mache ich einfach mal eine Party. Und der Grund ist, ich habe halt in der Schule immerhin die Partys gemacht, von der 8. Klasse an bis zum Abitur für die Deutsche Schule Brüssel. Und wir haben sogar hingekriegt, was damals ungewöhnlich war, dass wir am Ende sogar Partys in der Brüsseler Innenstadt hatten, in so abgefahrenen Wohnungen, die man mieten konnte für Partys in der Brüsseler Innenstadt. Ja. Und da sind dann sogar Leute von der Europaschule und von der amerikanischen Schule zu unseren Partys gekommen, weil die für Schulpartys eher cool waren sozusagen. Mega geil. Und ich war halt der DJ damals bei diesen Partys und dann war da auch wirklich 9 Uhr abends bis Ende habe ich durchgehend aufgelegt. Also irgendwie so 9-Stunden-Sets. Und also gab es immerhin eine Vergangenheit bei mir und sogar eine halbwegs gute. Also ich habe sogar in Antwerpen dann eine Party gemacht, obwohl ich aus Brüssel war, die dann mal so richtig gefloppt ist, wo dann so 100 Leute gekommen sind und da waren 99 von meiner Schule und ein Farbiger im roten Anzug. Was der da wollte, weiß ich bis heute nicht. Der war auch auffallen. Der war auch doppelt so alt wie die Leute aus meiner Schule. So. Aber wenn quasi die Leute aus meiner Schule nicht gekommen wären, was gar nicht der Sinn war, eigentlich wollte ich eine Party für Antwerpen machen, dann wäre ich richtig gearscht gewesen. Also hatte ich Glück, dass 99 Leute aus meiner Schule überhaupt Zahlen, 99 Zahlen gestern. Genau, ja, genau. Und ein Antwerpener farbiger roten Anzug, der locker 45 Jahre war und der Rest war 17 bis 20 Jahre alt. Das ist so krass, wie präsent die dir das noch irgendwie vor Augen ist, dass du da diese Veranstaltung noch einmal. Und wie scheiße die war. Und dass ich mir den Gast gemerkt habe. Das ist krass. Ich glaube, ich würde den noch bei so einem Polizeiding, wenn die da stehen müssen, würde ich den noch immer raus
rauspicken können, sagen, ey, das ist der Typ, der bei meiner Party war. Ja. Das heißt, du hast schon immer für Events gebrannt und erst diese Downzeit, die du hattest, ne, einen neuen Job zu suchen oder halt, dass du da entlassen wurdest, war das erstmal so ein freilaufender Prozess zu sagen, ey geil, ich will jetzt wirklich meine Kreativität freien Lauf lassen und Events gestalten und Leute einfach bespaßen. Also ist das so das Ziel, wo du sagst, weil ich meine, wenn wir deine Vita anschauen, muss man einfach sagen, du bist einer der krassesten Veranstalter mit den geilsten Konzepten, die du um die Ecke bringst und einfach der krasseste, würde ich so sagen, den ich kenne in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa, im Booking, der so ein wahnsinniges Netzwerk hat und glaube ich auch echt cool die Leute halt zusammenbringen kannst, ne? Also der Grund war wirklich nie Geld, sondern der Grund, damals anzufangen, war wirklich Spaß und Selbstverwirklichung primär und Leute ein bisschen veräppeln. Also war in den ersten Jahren, war so locker die ersten 10, würde ich sagen, war so Geld gar nicht so absolut nicht wichtig, kann man fast schon sagen. Sondern wirklich einfach Spaß mit dem Leben und mit den Gästen zu haben. Also so ein bisschen, und das hat auch schon in der Schule angefangen. Also ich bin fast von der Schule geflogen, wegen unseren provokativen Plakaten, die wir damals gemacht haben in der Schulzeit. Ja. Wie provokativ waren sie? Erzähl. Also wir haben einmal eins gemacht, da haben wir uns die Hosen runtergezogen, dann auf unsere Ersche Scala-Party geschrieben. Mit geil. Mit so Paint, so Neon Splash Paint quasi. Oh yeah, Neon Splash Paint. Shout out. auf die Ersche und dann aufgehangen. Und dann ist die ganze Schule natürlich um das Plakat gegangen, weil die auch gerafft haben, dass das unsere Ärsche sind und so. Und dann haben der Schuldirektor und alle das natürlich mitbekommen. Und da gab es dann mega Ärger, dass wir so ein Plakat gemacht haben, wo wir quasi nackt mehr oder weniger waren und auf unserer Ärsche Scala Party. Wir reden hier von einer anderen Zeit natürlich, weil ich ja nicht mehr 12 bin. Dann haben wir beim nächsten Party ein Plakat gemacht, wo der eine von uns konnte gut zeichnen. Der hat dann so ein Bild gemalt mit Häschen drauf und Schmetterlingen und Blumen und so ein Comic-mäßig, so mega süß und wie so ein Kinderbuch, wo Scala Party drauf stand, so hieß die Party früher. Ja. Und darunter waren wir aber nackt mit Socken über unseren Penis, über den Zebrastreifen von der Schule, vor unserer Schule gegangen sind, nachts. Und dann hat der das abgesegnet, der Director, weil der das sehen musste wegen der Vorhänge. Und dann haben wir das abgerissen danach, nachdem er unterschrieben hat, weil das Nacktfoto da drunter war. Und dann ist wieder die ganze Schule zum Plakat gegangen und stand rum. Und dann waren wir 10 Minuten später schon wieder im Zimmer. Direktor. Genau. Und auch richtig und fast von der Schule geflogen und so. Geil ist das, bitte. Ja, und wir haben immer nur so Kacke gemacht, um uns selbst zu amüsieren. Und die Pre-Party hat uns immer mehr Spaß gemacht als die Party, weil wir immer so Videos und Aktionen gemacht haben. Und das hat mehr Spaß gemacht als die Party selbst, kann man sagen. Und so war ja auch die Anfangszeit als Partyveranstalter. Das war meine Motivation, kann man so ein bisschen sagen. Ja. Boah, ey, das finde ich super spannend, weil jetzt so aus Event-Marketing-Brille habt ihr ja schon damals ja begriffen, worauf es ja ankommt. Ne? Das ist ja auf Aufmerksamkeit, ne? Also ich meine, letztendlich jetzt ist es ja jetzt einfach nur multipliziert mit Social Media. Ne? Also die ersten 2 Sekunden, die jeden beschallern, ne? Dass das halt hier ist meine Veranstaltung, hier ist meine Werbeanzeige. Habt ihr es ja geschafft, dass jeder ja, der potenziell an diesem Plakat vorbeigeht, einfach da hinschauen muss und drüber redet und nach der Herrscher zu sehen sind. Weil die Verbindung dazu war, weil wir auf die Schule gegangen sind, genau. Ja. Deswegen ist ja die Verbindung zu den Schülern da. Und deswegen war es ja auch so effektiv, korrekt. Wenn es irgendwie nicht unsere Schule gewesen wäre, wäre ja gar nicht die Wirkung die gleiche. Weil so wussten die, das ist mein Penis oder mein Arsch. Ja. Und das fanden die dann umso krasser, die Mitschüler, dass wir das gemacht haben, weil die uns ja jeden Tag im Schulhof gesehen haben und wir die Älteren waren, die Partys gemacht haben, so ein bisschen. Also quasi eher die verrückten, coolen, wenn man so will. Und das hat es natürlich dann so brisant gemacht und so effektiv. Aber das war uns bewusst. Das ist ja so geil. Ich meine, das muss man sich ja wirklich mal vor Augen setzen, dass ihr ja so krass aufmerksamserregend wart. Aber meinst du auch, dass das vielleicht auch eine Art ist, halt Konzepte zu schmieden, dass man halt wirklich nur mit dieser Art von Kommunikation richtig brillieren kann im Event-Marketing? Natürlich geht das auf so viele Art und Weisen, aber diese Art ist auf jeden Fall auch eine super effektive,
dass du polarisierst, aber auf so eine lustige Art und Weise, wenn man so will, weil es muss ja nicht immer direkt beleidigend sein oder offensiv, sondern auch, genau, auch manchmal nur amüsant, amusing, und manchmal ist ja auch am besten, wenn man sich selber sogar so ein bisschen lächerlich darstellt, weil dann, dass man selber über sich selbst lachen kann. Und wir haben zum Beispiel damals auch die erste Unhappy Hour kreiert. Unhappy Hour bei unserer Party, die war dann von 9 bis 10 mit doppelten Preisen, mieser Stimmung und schlechte Musik. Nein! Und wir haben das echt durchgezogen. War das noch in Brüssel dann? Ja, genau. Und wir haben das echt durchgezogen mit den doppelten Preisen sogar. Das und deine, kamen Leute wirklich? Ja, so die 2, 3 coolsten der Schule, so Heavy-Metal-Typen mit längeren Haaren. Und dann war das Bier statt 2 Euro, 4 Euro so eine Art. Und es lief so richtig schlechte Popmusik. Also heutzutage wäre es vielleicht so Schlager so eine Art, weißt du? Ja. Und richtig miese Stimmung. Und die haben wir richtig beworben auf dem Plakat. Also richtig fett, Unhappy Hour von 9 bis 10, Be There or Be Square und so weiter und so fort. Wie und geil genau, ist das denn? Und die ist richtig gefloppt, aber das war ja eigentlich auch der Sinn, weil ja nur die 3 Typen gekommen sind. Ja. Ich meine, das ist ja letztendlich wieder zurückzukommen, was du ja vorher gesagt hast, dass du eigentlich das gemacht hast, was, worauf du Spaß hattest, was wirklich, wo, also... Klar, du hast die Leute auch mit dem Ziel dahin gebracht, die auch zu bespaßen, aber vorrangig wolltest du einfach auch dich in dieser Sache aufgehen und dann Spaß haben. Das heißt, du hast die Leute, also wie war dann dieser Moment, wo du die 3 Leute da hattest, hattest du gedacht, ey Leute, ich habe euch getrickt und jetzt seid ihr hier. Nee, es waren ja eher die Coolen, die wir gut kannten und es war eigentlich klar, dass die kommen, wenn du mich verstehst, so die Mettler mit viel Humor, mit langen Haaren, so klar, früher alte Schule, genau, so lange Haare, Metal-Typen in der Schule, natürlich mit den Kunden auch so ein bisschen, und es war eigentlich klar, dass die kommen, weil die den Humor haben und das dann mitgemacht haben und das abgefeiert haben, aber so der 0815-Schüler hat das zwar mitgekommen und natürlich gelacht, wahrscheinlich manche, aber nicht hingegangen, genau, und aber uns war klar, dass wenige kommen würden, aber das war ja auch der Gedanke, also uns war klar, dass wenige kommen würden. Das war ein Marketing-Ding dann, ne? Also es war wirklich eher, dass Leute vielleicht darüber sprechen auf dem Schulhof, zu sagen, ey, die sind bescheuert. Ist Juli da ein bisschen bescheuert, was er da gerade macht? Meinen die das ernst? Ja. Aber super geil, das hat wirklich so einen Viral-Effekt dann. Also ich finde es auch super spannend, weil du so lange, so 20 Jahre auf dieser Szene bist, einmal diese Event-Marketing-Mechaniken, die wir damals hatten. Und heute ist ja nicht anders. Ja, wir reden hier von 90ern. Genau, 90er Jahre reden wir gerade. Also sogar leicht Anfang 90er Jahre reden wir hier. Also so 93, sage ich mal, bei die Unhappy Hour. Würde ich tippen, mal ganz schnell. 94, 93, so lange her schon. Ja. Wow, einfach wahnsinnig. Und ich meine, ich hatte ja schon eben gerade so ein bisschen gesprochen, dass du echt krasse Konzepte und du für eigentlich das Sinnbild in Deutschland bist für Bookings und für Connections und halt für Kreativität meines Erachtens. Und also, was ist deine Secret Sauce? Was ist so, wie schaffst du das immer so wiederkehrend oft, so geile Konzepte? Ne? Ich meine, du warst ja auch mit einer der Ersten, die beim Perukeville im Grunde mitgewirkt haben, die... Ich glaube auch, World Club Dome auch mitgewirkt hatten. Also das waren ja wirklich so Dinge, die du auch mitgestaltet hast, die vielleicht von dem heutigen Stand der Dinge nicht so erfolgreich wären, wenn du nicht dabei gewesen wärst. Ne? Ob es nun jetzt von den Konzepten ist oder von den Bookings. Wie schaffst du das? Hast du eine Secret Sauce, die du uns allen mitgeben kannst, wie du so krass wieder Erfolg immer repositionieren kannst? Also ja, ich glaube schon, ja, weil ich gucke sehr viele Serien, Filme, lese auch phasenweise dann viele Bücher und beschäftige mich auch mit so Computerspielen und Kunst und von Museumskunst, nennen wir jetzt mal, zu Street Art, so ein bisschen alles so. Und ich habe schon sehr ungewöhnlich viel Serien, Filme geguckt und vielleicht von mir aus auch Musikvideos im Vergleich zu normalen Menschen, sage ich jetzt mal. Und deswegen habe ich all diese Bilder in meinen Kopf gespeichert, weil ich so viele Eindrücke sammle und das liebe. Und ich benutze quasi Referenzen aus Film, Serie, Kunst und benutze die für Partykonzepte oder Festivals. Geil. Und das ist ungewöhnlich, weil ich es völlig losgelöst mache aus dem Kontext eigentlich Partys oder Festival, wie auch immer, sondern ich probiere quasi eher daraus eine Art Film zu machen, kann man fast schon sagen, anstatt dieses klassische, ich mache jetzt eine Party.
Und so arbeite ich, dass ich quasi dann Ghostbusters mit Herr der Ringe und Donnie Darko kombiniere, mal ganz schnell so eine Art, und daraus ein Konzept baue und dass jemand, der vielleicht sogar Ahnung von Film hat oder so, sogar sagen kann, hey, was da, also ich sehe das. Also ich sehe, genau wie in Bands, man kann ja, manchmal, die, wenn jemand echt Ahnung hat von Musik, hört der raus, welche Bands die Bands gehört haben, als sie jung sind. Also die Leute, die echt Ahnung haben, die sagen dann, hey, der Typ war früher The Who und Led Zeppelin-Fan. Und dann hört er das aus der Musik raus und dann hat er recht. Dann sagen die Bands so, krass, der hat recht, der, wir haben Led Zeppelin und Who gehört. Ja. Und so könnte das jemand vielleicht, der viele Filme und Serien kennt und Künstler bei mir, dass er sagen wird, hey, seine Inspirationsquelle war, glaube ich, der Film und die Serie und der Comic. Und eventuell hätte er recht, wenn er richtig Ahnung hat. Und so bastle ich das. Und Pahukaville war ja Steampunk mit Dr. Snuggles gemixt, zum mega Beispiel. Mega geil. Und jetzt gerade gibt es ein neues Konzept, das wird in Süddeutschland kommen, das wird Powwow heißen. Und das ist quasi auch wieder Peter Pan kombiniert mit das Konzept Peter Pan. Also Peter Pan kombiniert mit Native Americans auf dem Mars 2100. Boah. Also Sci-Fi Native Americans mit Peter Pan Hook Kinderwelt kombiniert. Also die, die Kinder, die gegen Dr. Hook revolutioniert haben. Ja. Und das mache ich aber bewusst. Also und sowas habe ich auch noch nie gesehen. Also es sieht aus wie Native Americans Sci-Fi Edition mit Fantasy Touch. Und so sieht auch das Konzept dann aus. Und das habe ich zusammen mit dem David entwickelt. Und genau, und da ist aber auch wieder diese Referenzen, wie ich gesagt habe, dass ich Sachen kombiniere. Voll und geil. Jemand, der Ahnung hat, würde vielleicht sogar sagen, ey, ich sehe den Film aus der, dem Event raus, wenn er viele Filme guckt. So. Ja. Und das ist jetzt ein neues Konzept, was ihr jetzt dann starten werdet jetzt in diesem Jahr? Ja, und Ende August im Moosburg im Aquapark. Mega und wird Powwow heißen. Richtig cool. P-O-W-W-A-U. Powwow. Wow, das packen wir an die Shownotes, wenn du uns da nochmal mehr Informationen gibst dazu, aber mega geil. Und wir haben schon mit AI gearbeitet bei Powwow, dass die ganze Ästhetik und Look zusammen mit einer AI zusammen entwickelt wurde. Das hast du Open AI dann gebaut? Also genau, also wir haben schon AI benutzt, um quasi die Welt zu schaffen. Und damit sind wir wahrscheinlich auch mit die Ersten, dass die visuelle Umsetzung von dem Konzept ganz klar mitgeprägt wurde von einer AI. Und nur wir natürlich meine Vision, David, meine mit Wörtern gefüttert haben, was ja trotzdem unsere Vision war. Aber die AI hat es quasi zum Leben erweckt, wenn man so nennen will. Und ich würde sagen, damit sind wir auch an der Vorfront des nächsten Step, dass wir gar nicht mehr einen Grafiker benutzt haben. Ja. Sondern eine AI. Das sehe ich auch auf jeden Fall. Ich denke, in dem Vorschritt musst du ja ein richtig guter Prompt-User sein. Also man sagt ja davon, dass du ja diese Eingaben in die AI ja beherrschen musst. Das heißt, letztendlich das, was ihr macht, diese ganze Art von Kreativität, die ihr habt und diese Storyline, die gibt ihr natürlich der AI. Und die AI füttert euch dann halt mit weiteren Inspirationen, was ich jetzt spannend finde. Das heißt aber auch, was ich habe jetzt so ein paar Sachen sofort aufgeschrieben, die ich super spannend finde, weil ey, dann müsste Tim Burton für dich so einer so deiner Legenden sein, um weitere Inspirationen zu bekommen, weil die ja so absurd sind, die Filme. Ich habe jeden Tim Burton-Film auf Blu-ray. Genau. Ich hatte letztens auch so richtig geil so einen spannenden Dokumentarfilm über Johnny Depp gesehen, der hat wirklich, also derjenige, der im Grunde genommen, von Hollywood im Grunde genommen exploitet worden ist und der Tim Burton im Grunde genommen sein, als sein Heilbringer. Ja, aber seine Muse, so ein bisschen kann man fast schon sagen. Extrem. Genau, aber von Pee-wee Herman's Big Top Adventure, sein erster Film von Tim Burton, bis zu seinem letzten, welcher war das nochmal, Dumbo? Oder nee, kam noch einer danach? Ich glaube, Dumbo war der letzte, oder? Den habe ich nicht gesehen. Habe ich jeden Tim Burton-Film besitze ich. Ja. Und das heißt jetzt also nochmal so ein paar Schritte zurück, das heißt, du siehst dir die Serien an, liest viel, und hast Kunst, und lässt sich daran inspirieren und dann ist der Schritt, dass du jetzt, speziell für die Storyline, die du geschrieben hast, setzt du dich hin und nimmst dann sofort an dem Abend, wo du das halt konsumierst, schreibst das auf oder ist das dann so eine ruhige Session, die du am nächsten Tag auf der Arbeit hast, wo du sagst, geil, jetzt hatte ich das gestern, diese Eindrücke von dem XY und von vor ein paar Tagen hatte ich da das gesehen und jetzt schreibe ich die Storyline in Stichpunkten runter oder verfasst du das richtig? Ich kann es erzwingen, richtig, on the spot,
Auch manchmal innerhalb von einer halben Stunde kann ich ein komplettes Festivalkonzept erfinden, wirklich. Und ich habe es dann gespeichert in meinem Kopf. Ich muss nichts aufschreiben. Also ich kann Wahnsinn. die Story und die Idee komplett wiedergeben, ohne dass ich überhaupt eine Notiz machen muss. Ja. Das einzige Schwere bei jedem ist tatsächlich der Name. Das Kreieren des Looks und die Story und wie es aussehen soll und was für Attraktionen auf dem Gelände wären, ist für mich leicht. Und das Schwierige ist wirklich der Name. Kannst du ja auch geil mit einer AI machen, ne? Also kannst du ja letztendlich die Storyline dann in ChatGPT Wurde auch reinwerfen. gemacht. Und dann Ja, kam das also raus, Powwow Paui. kommt von der AI. Nicht Ja, der Slogan stark. des Festivals, das heißt das Für-Immer-Land. Ja. Das habe ich kreiert, das als Wortspiel quasi, Ja. das Für-Immer-Land. Genau, aber Powwow kommt tatsächlich Mega. Aber von das ist ja auch eine Erleichterung, weil ich glaube, der Prozess, ich glaube, das ist halt so elementar wichtig und das ist krass, dass du das in einer Person verankerst. Wirklich die Idee zu haben und Storyline runterzuschreiben, weil dann jetzt mit diesen ganzen Tools ist es ja eigentlich nur noch, kannst du ja jedes Jahr am Fließband neue Festivals Aber rausbringen. der gleiche Veranstalter macht auch noch ein Pop-Festival auf dem gleichen Gelände, diesen Aquapark. Und da kommt der Name aber von mir, weil der Name, ist so ein Glücksding. Das ist ja, Kreativität kommt ja aus dem Nix. Das kannst du ja nicht kontrollieren. Und da habe ich einfach einen Glücksgriff, weil der Name das Konzept vorweggegeben hat. Und tatsächlich ist es ein Pop-Festival und den Namen gibt es wirklich nicht. Und ich hatte die Idee, Lollipop. Ellolly minus Pop. Und es gibt es wirklich nicht. Ja. Und da war das Look Boah, und Feel natürlich perfekt. sofort da, wenn du mich verstehst. Also Ja. direkt Katy Perry Musikvideo, wenn du weißt, was ich Ja, meine. So genau, natürlich. Alice in Wonderland, also einfach bunt Candyland oder Candyland, das Spiel quasi. Und wieder So Candy. Aufmerksamkeitsgeist erregend. Genau. Super Und gut. Lollipop gibt es echt nicht als Namen. Und das Das ist wird krass. Lollipop Auch nicht heißen. als eingetragene Nee, nee, Wortmarke. nee, nee, genau. Und das heißt jetzt Lollipop, ja, das Stark. Festival. Finde ich Ja. richtig gut. Und da war der Name direkt der Wegweiser. Aber oft ist eher das Konzept erst und dann schwitze ich am Namen, weil der Name so wichtig ist, dass was Erfolg hat, was man gar nicht denkt, wie wichtig es ist. Weil du kannst ein geniales Konzept haben, aber wenn der Name wirklich Grotte ist, Grotte, dann kannst du es vergessen, kann man fast sagen, weil der Name Grotte Man ist. muss ja auch überlegen, ne? Leute kommen ja zu deinem Event, um sich zu identifizieren. Ich meine, du hast einen normalen Alltag und willst halt von deinem Alltag im Grunde genommen fliehen oder halt irgendwas Neues experiencen und neu was entdecken. Und wenn du dann dich, jetzt, wenn du jetzt ein T-Shirt hast und da steht, Furzkissen ja, drauf. Ja, danke, genau. danke, wie das aber, Oder eine als ob wir das geübt, als ob wir Automarke. das geübt hätten. Oder eine Automarke würde so heißen, so Audi, sage ich mal, Furzkissen, Dann dann hast du könnten die keinen Bock besten mehr. Autos bauen. Ja, wahrscheinlich hättest du keine Chance. Kannst du dich Ja. nicht Was identifizieren? hast du hier gekauft? Kannst du Ein Furzkissen? Was war das? Ein Oder stell dir mal vor, so ein Furzkissen? Hoodie, Ja, Furzkissen, genau. das geht gar nicht. Genau, also Name ist unfassbar wichtig, um Coolheit zu transportieren und ein Lifestyle so ein bisschen, also so ein Gefühl. Und wenn der Name scheiße ist, dann genau, also Spring ins Feld war zum Beispiel auch finde ich, ein super Name, für Extrem das, geil. weil es auch was bedeutet sogar. Genau, und das Bootshaus-Festival, genau, was von Felix und mir war. Genau, und da fand ich den Namen auch sehr stark, um Ja, ehrlich auch zu sein, weil ex. wir wollten den deutschen Namen auch zwar bewusst. Ja, und damals auch extrem erfolgreich, ne? Also war Ja. auf dem Aber die Fühlinger bloß. Stadt hat nicht mitgemacht, ja. Genau. Und am Tag, glaube ich, der Veranstaltung war auch nicht so ein geiles Wetter, aber trotzdem, Leute hatten eine geile Experience, wenn ich mich erinnern kann. Also Und dann, also genau. die Storyline war einfach geil, ne? Und da will ich nochmal wieder zurückkommen, weil ich glaube, das ist auch etwas, was ich oft sehe im Event-Marketing, dass viele Veranstalter, wenn sie halt auf neue Event-Konzepte kommen, vielleicht schon das Genre ausgesucht haben, wo sie Bock haben, was sie fühlen, worauf sie Bock haben, weil sie vielleicht das über die Jahre im Grunde hinweg im Grunde begleitet hat, ne? Weil sie das als Persönlichkeit ausmacht, aber dann halt ihre Hausaufgaben nicht machen, eine geile Storyline aufzuschreiben. Weil ich meine, das ist ja das, was du ja verkaufst, ne? Das ist ein komplett emotionales Produkt. Das ist ja nicht so wie jetzt, ich möchte jetzt ein Handy kaufen und braucht eine Speicherkapazität von 32 GB oder whatever, sondern ist ja Aber ich emotional. kann es dir daran erklären, woran das liegt, ist, dass die Leute, die mit diesen 99% aller Konzepte um die Ecke kommen, die sind die Zähne, die sie meistens verkaufen und verkörpern sie selbst. Und sie sind quasi größtenteils in der Zähne gefangen und bewegen sich in den Zähneregeln. Und ich höre privat diese Musik gar nicht.
die ich verbuche, nie keine Minute, sondern ich bewege mich privat in ganz anderen Szenen und sehe es einfach als kreativen Auftrag an, der gar keine emotionale Bindung zum Hauptprodukt hat, weil ich privat einfach ganz andere Musik höre und was andere Sachen folge, wenn man so nennen will. Und das ist aber das, was man braucht. Man braucht einen neutralen, kreativen Betrachter, der auf das Produkt nur fokussiert ist, als Produkt losgelöst von der Szene. Denn wenn das Produkt stark ist, kannst du jedes Musikgenre, bleiben wir jetzt mal in Musik, draufsetzen und das Produkt wäre genau gleich stark. Denn das Produkt ist die Stärke und nicht die Musik dahinter. Und das ist das Problem. Die meisten, wenn sie dann Techno sind, kreieren ein Techno-Produkt, weil sie selber Techno sind. Aber nee, du musst quasi was kreieren, was stark genug ist, egal ob da Hardstyle, Techno, EDM, Future House laufen würde, Hip-Hop, klassische Musik. Ja. Es geht, klar, vielleicht, manche Konzepte passen da vielleicht nicht zur klassischen Musik so, aber das Produkt ist das Wichtigste. Und den Fehler machen 99% aller Leute, die Marken kreieren. Weil die wollen die Szene bedienen und können nicht aus der Box denken, wenn man das so nennen will. Und das war schon immer meine Stärke. Ich habe mich noch nie einer Szene zugehörig gefühlt, noch nie mein ganzen Leben. Das heißt, du verbuchst diese krassesten Leute hier in Deutschland und du hörst ihre Musik nicht? Korrekt. Wahnsinn. Das heißt jetzt nicht, dass ich mich nicht damit auskenne, aber ich höre sie nicht privat. Und wir kennen uns auch schon eine Zeit lang, das wusste ich nicht mal. Also das heißt, keine Minute. Was hörst du? Und ich habe 7.500 CDs, Alben im Original zu Hause, 7.500. Das habe ich gesehen, wie und im Original. Und richtig krass sortiert. Genau, und keine davon von DJs, die auf Festivals oder im Bootshaus spielen, mal ganz schnell gesagt, ja. Und was hörst du zu Hause? Also total offen, weil ich mich ja keiner Szene zugehörig fühle. Ja. Deswegen decke ich riesige Bandbreite an Rock ab. Aber damit meine ich von richtig hartem Zeug, von Post-Hardcore und Screamo bis hin zu Singer-Songwriter und oder Heavy Metal auch, wie auch immer, und so weiter. Gibt es ja tausende Rock-Genres. Dann Hip-Hop, aber da auch eine riesige, auch unterschiedlichen Arten von Hip-Hop. Und Elektronik höre ich nur abstrakte Elektronik, um es jetzt mal plump zu nennen. Mhm. Da gibt es auch viele Subgenres, wie die halt heißen, diese abstrakte Elektronik. Und die höre ich dann nur. Und das ist quasi Hörelektronik, keine Tanzelektronik. Also die Elektronik hat nicht die Funktion, dass du dich bewegst, sondern dass du sie wie klassische Musik hörst. Und dann bin ich sogar trotzdem noch offen für manche Sachen, die dann komplett aus der Box tanzen, wie Gershwin oder Frank Sinatra oder teilweise klassische Musik oder so. Aber primär sind es diese Genres, würde ich sagen, Elektronik, Hip-Hop und Rock, aber einfach mega offen. Also, dass du auch gar nicht sagen kannst, hey, der Typ ist ein Grunger, sondern das wäre Blödsinn, weil ich genauso viele Britpop-Albums habe oder ich habe genauso viele Singer-Songwriter-Alben oder genauso viele Post-Rock-Alben und so weiter und so weiter. Also, ich gehöre keinem Subgenre, fühle ich mich nicht untergeordnet sozusagen, sondern meine Einstellung ist Qualität. Und wenn was Qualität hat, dann ist es egal, welches Genre es zugehört, es geht eigentlich nur um Qualität. Und deswegen fühle ich mich aber auch keiner Szene untergeordnet, weil warum sollte ich Qualität in anderen Bereichen ablehnen, wenn sie eindeutig ist? Dann wäre ich doch dumm. Das wäre so, ob ich sagen würde, ich fahre nur deutsche Wagen, sage ich mal, aber ich lehne ab, dass andere Länder gute Autos bauen, obwohl es ganz klar ist. Und ich lehne es einfach ab. Ich sage, nee, ich fahre nur deutsche Autos. Für mich nicht nachvollziehbar. Komplett, extrem inspirierend, weil, wenn ich mich recht erinnere, trinkst du auch nicht auf den Veranstaltungen, ne? Sehr wenig und andere Sachen gar nicht, genau. Ja. Und noch nie eine Zigarette gezogen, zum Beispiel. Und das finde ich krass, weil wenn man jetzt diesen langen Bogen auch nochmal daran zieht, du siehst ja, also auch als Veranstalter bist du ja da für das Produkt. Und dass die Leute von der Qualität dann einfach begeistert sind, dass sie nach Hause gehen und genauso wie in der 8. Klasse dann in Brüssel, dass sie danach dann darüber auf dem Schulhof, groß gesprochen, dann auf Social Media darüber sprechen. Ja, und sagen, boah, war das geil, das war anders oder war gut. Ja. Also am wichtigsten ist ja eigentlich, dass dieses unterbewusste Gefühl von gut hängen bleibt, auch wenn Menschen es vielleicht gar nicht realisieren, weil sie sagen, boah, war das geil oder lustig oder crazy. Aber das tiefen Inneren bedeutet das ja auf eine Art und Weise gut. Ja. Und das ist ja ein Qualitätsmerkmal. Und darum geht es für mich am Ende. Und auch bei kreativen Produkten geht es einfach darum, dass neutrale Betrachter es anschauen
und sagen würden, das Produkt ist gut. Das ist, also finde ich, Wahnsinn, weil wenn man sich auch noch mal ein bisschen anschaut und überlegt, weil du hattest ja früher auch Looniland, ne? Als Eventreihe. Das heißt, du bist da eh nicht herangegangen, auch Storyline erstellt, du hast das Konzept entwickelt, das losgelöst von irgendeiner Branche gesetzt Szene, ist, auch Szene, Szene. genau, Und ja. deswegen war es ja auch so extrem erfolgreich. Und sehr Vielleicht. eklektisch gebucht, auch elektronisch nicht so immer total die Linie für einen totalen 0815 Menschen. So, verstehst du, dass sie nicht ganz die Linie verstanden haben, auch teilweise musikalisch, obwohl die ja für Sascha und mich vorhanden war, die Linie für uns, weißt du, Hol uns ne? noch einmal ab. Also, wie kamst du da drauf, Looniland zu erstellen? Und mich würde einmal wirklich interessieren, ne? Also, du hast ja dann wahrscheinlich ebenfalls diesen kreativen Auftrag gehabt, den du ja so sagst, ne? Und dann hast du dann die Storyline erstellt. Und wie habt ihr die ersten Veranstaltungen überhaupt vermarktet? Wie kamt ihr dafür so schnell in Köln auf diesen Erfolg? Und ihr seid ja dann auch in anderen Städten gewesen. Ja, also klar, dass der größere Erfolg schon ein bisschen gedauert, um ehrlich zu sein, natürlich, klar. Aber wir haben angefangen, wir eine Party zu machen, wo wir uns selbst belustigen und auch die Gäste und das eher für uns fast schon machen, als Art Selbstverwirklichung. Und wir haben das dann 2003, Anfang 2003 dann gemacht. Und das war dann Looniland, das Land der begrenzten Unmöglichkeiten. Und den Slogan hatten wir dann auch schon Anfang 2003, das Wow. Land der begrenzten Unmöglichkeiten. Und wir sind tatsächlich auf die Straße gegangen und haben persönlich Leute auf der Straße angesprochen und denen sehr detailliert mit Humor von unserem Produkt erzählt und die quasi eingeladen, dass sie zu unserer Das ist. Party kommen sollen, weil was sie erwarten würde, und haben uns auch recht detailliert erklärt. Und teilweise waren solche Gespräche auf der Straße 3 bis 5 Minuten, weil die Leute uns zugehört haben. Und dann durfte jeder nur mit der Karte, die wir ihnen gegeben haben, den Flyer sozusagen, musste mit dem Flyer aber auch zur Tür kommen, dass so eine Art persönliche Bindung vorhanden ist. Und so haben wir es hingekriegt, dass unsere ersten Gäste bei den ersten Partys eine engere Bindung da war, weil du mit denen auf der Straße geredet hast und denen das Konzept erklärt hast und du hast denen nicht einfach einen Flyer in die Hand gedrückt. Die Und könnten sich an dich erinnern auch, ne? Also du genau, an mich wahrscheinlich damals auf jeden Fall. So, genau, wir haben teilweise dann auch noch Kostüme auf der Straße angezogen, um noch mehr du und aufzufallen. Sascha Ja, komplett in der und Richie, wir waren ja früher drei, genau. Und also zu dritt und tatsächlich sogar Kostüme, also noch mehr aufgefallen als eh schon, weil wir noch Kostüme anhatten und so. Genau, und da haben wir teilweise die Gäste, vor allem die hübschen Mädchen, an der Eingangstür tatsächlich erkannt, also von unserem Flyer geben, weil wir auch nur 1000 Flyer gedruckt haben, 1000 nur, und von den 1000 wussten wir, dass 300, 400 kommen mussten. Und das ist ja eine verrückte Quote, wenn man Das mal ist drüber nachdenkt. 30, das ist Ja, und es Wahnsinn. sind 287 gekommen bei der ersten von Unfassbar. 1000 Flyern, die wir Leuten in die Hand gedrückt haben. Ja. Das ist extrem gut. Ich meine, der Einsatz ist heftig, ne? Wenn man überlegt, du warst dann auf der Straße 5 Minuten, ne? Bei 1000 Leuten, die du dann wahrscheinlich angesprochen hast. Vielleicht hattest du ja noch wahrscheinlich Gruppen und so. Aber dann muss man ja sagen, du warst ja wieder mit deinem Kreativauftrag unterwegs, die Leute zu begeistern, dein Konzept halt einmal mitzubekommen und wirklich das, also mitzuerleben an der Veranstaltung. Ne? Also das finde ich ja wieder krass, wenn man das wieder. Einsatz, Liebe, Passion, genau, Liebe zum Detail, ja, ne? genau. Und unsere dritte Party war dann zum Beispiel eine Z-Party. Und weil das der Buchstabe Z der letzte Buchstabe im Alphabet ist und durch die Geschichte der Menschheit unterdrückt wurde, haben wir die Party dem Buchstaben Z gewidmet. Das ist rein logisch natürlich. Und dann sind wir wirklich auf die Straße gegangen mit einem Z-Flyer natürlich und haben den Leuten davon erzählt, dass sie den Buchstaben Z unterstützen müssen und in den Club kommen müssen, weil der Buchstabe Z unterdrückt wurde durch die Geschichte als letzter Buchstabe im Alphabet und dass der Buchstabe A ja immer vorweg ist und dass das nicht in Ordnung wäre und haben dann eine Party für den Buchstaben Z gemacht. Also hat das auch Genau, einen Informationsauftrag, also. ja, und da haben wirklich die Leute an der Straße davon erzählt. Eigentlich auch nur davon. Also nicht irgendwie, ja, da spielt der DJ und so, sondern wir haben wirklich nur Werbung für den Buchstaben Z gemacht. Meinst du,
jetzt, wenn du jetzt nicht, oder wenn ihr jetzt nicht so auffällig auf der Straße rumgelaufen wärt und diese Story nicht erzählt, dann wäre Lunin ja nicht so erfolgreich gewesen. Neben Leben. Und außerdem mussten wir es auch sein oder Leute wie wir, damit es auch funktioniert. Weil uns hat man das abgenommen, was wir da erzählt haben. Und wenn ich sage, glaub mir, das wird speziell oder anders, mir glaubt man das. Ja. Wenn da vielleicht ein Banker mit Krawatte stehen würde und sagen würde, du, das wird total verrückt, das wird anders. Willst du Wirecard kaufen? Fraglich, dass ja. Die Gäste denken, ja. Fühle ich. Ich glaube, das wird weird, aber bei mir glaubt man mir das, glaube ich, dann auch. So eine Art, okay, das wird weird. Ja. Genau. Und deswegen mussten es auch wir sein, die das Produkt so verkauft haben und so persönlich und so ungewöhnlich, unorthodox, wenn man ja. So will. Und war ein langer, harter Weg. Also wir standen viele Partys auf der Straße, auch im Winter und teilweise sogar leicht Regen, auf der Straße und haben persönliche Werbung gemacht. Also nicht irgendwie nur zwei oder drei Partys, sondern locker die ersten 10, würde ich sagen. Wow. Und dann hatten wir Glück, dass sich das Konzept so rumgesprochen hat, dass größere DJs Interesse an der Marke hatten, weil die davon gehört haben, dass es so ein Trip wäre. Und als dann die größeren DJs an Bord kamen, ohne dass wir uns ein Bein ausreißen mussten, jetzt nicht arrogant gemeint, ja. Trotzdem, das war dann der nächste Schritt, weil dann sind Musikinteressenten und Liebhaber zu uns gekommen, aber auch die Leute, die einfach dachten, Looniland ist total verrückt, da habe ich einfach Bock drauf. Ist mir scheißegal, wer da auflegt, so eine Art. Ja. Das heißt aber auch, ich meine jetzt wieder, ich finde, also ich hatte gleich noch eine Frage zu, es sind so viele Fragen, die ich habe, ne, die ich extrem spannend finde. Aber du hattest ja, also wenn man sich nochmal wieder auch mal ein bisschen mit der heutigen Zeit das vergleicht, ne? Also Social Media, ne? Das wahnsinnig schnell, rasant nach vorne geht. Ne? Hm. Ihr habt FOMO geschaffen. Ne, mit der Karte. Also ihr habt jemanden etwas persönlich in die Hand gedrückt. Mit Wert. Mit Wert, Persönlichkeit. Das bedeutet, ihr habt einen persönlichen Bezug zur Marke wieder. Meinst du, das ist, also wenn du das jetzt auch so, jetzt diese 20 Jahre Looniland, wie hast du begonnen, ne, mit welchen Event-Marketing-Strategien, wäre das heute noch möglich, dass du jetzt in die Schildergasse läufst mit einem Kostüm und dann 5 Minuten Leute erklärst, wie deine Veranstaltung läuft und dann auch wieder mit einer Karte? Also ich glaube, wenn jemand eine Vision hat mit Passion dahinter und die verkauft kriegt, dann würde man, glaube ich, heutzutage genau noch so zuhören wie damals. Ich glaube, es ist nur, wie man es macht und wer es macht. Aber ich glaube, die Möglichkeit auf Erfolg wäre trotzdem vorhanden. So. Meinst du, das, was du gemacht hast auf der Straße, könnte man auch auf digital umsetzen? Meinst du, ja. Also, ich glaube, dieses Echte, dass jemand vor dir steht und du ein Gefühl dafür hast, dass du den richtigen Menschen ansprichst, auch direkt, ja. Wo du weißt, so sagen wir mal, ich bin ja unheimlich Tierrechtskämpfer, für Tierrechte und ich habe da ein Gefühl für, auch dauert auf der Straße, wen man überhaupt ansprechen sollte. Natürlich liege ich da bestimmt auch mal falsch und verurteile Menschen, die es eigentlich interessieren würde oder ein großes Herz haben, aber du kriegst trotzdem so ein grobes Gefühl dafür und das ist, glaube ich, genauso mit so einem Konzept. Du sprichst eher die an, die überhaupt des Raum des Möglichen sind. Genau wie du als Mann im Club. Du sprichst eher Frauen an, wo es überhaupt eine Chance gibt, als wie ein Volltrottel, der einfach jede mega hübsche anspricht, ja. Wo du eigentlich bei manchen wissen müsstest, das klappt eh nicht so nah. Genau. Und deswegen glaube ich, wenn jemand da ein Gefühl für hat und die richtigen Leute anspricht, ist, glaube ich, dieses Persönliche, weil man die andere Person nicht beleidigen will und das Gefühl nicht geben will, du bist ein Vollidiot, dann bist du, glaube ich, auf einem guten Weg. Und wir haben dann auch eher Leute angesprochen, die meiner Meinung nach sehr sympathisch waren und sehr offen. Und ich behaupte auch keine Vollidioten sozusagen, sondern Leute, die was Neues gesucht haben. Und wenn du da so ein bisschen Gespür für hast, glaube ich, dass es noch immer effektiv wäre, weil es diese tiefere Bindung dann über diese Social Media, wo der Mensch, der nicht vor dir steht und da null unhöflich ist, wenn du es wegdrückst, weil die Person das ja nicht mitkriegt. Klar, du hast ja keine Verbindlichkeit damit. Genau, aber wenn du vor jemanden stehst und die Person eh denkt, ach, der ist doch ganz sympathisch und irgendwie ulkig, ist es härter zu sagen, hau ab, lass mich in Ruhe.
Ja, ich finde es super spannend, weil ich meine, du siehst ja gerade auch aktuell, dass so diese ganze Ebene von Content Creator, ich meine, das auf Instagram wird man ja überflutet von diesen Arten von Werbeanzeigen und wir setzen ja auch hier bei uns in der Agentur sehr stark darauf, dass wir für Veranstalter halt Content Creator aufsetzen, ne? Also wirklich authentisches Material. Deswegen habe ich auch so explizit gefragt, ob du denkst, ob man das reproduzieren kann und multiplizieren kann, diesen Gedankengang, den du damals auf der Straße hattest. Denn man hat ja so aktuell, ne, wenn du jetzt, keine Ahnung, ein Handy kaufst oder was immer, eine Seife, ich komme jetzt gar nicht auf irgendwelche Ideen, aber auf Instagram siehst du ja überall diese Werbeanzeigen, hey, hier, schau mal hier, ich habe die Seife bekommen in XY, ich habe super geile Seife, beste Seife auf der Welt und das ist ja auch etwas, was ansprechender ist, als jetzt einen perfekten Trailer zu sehen. Ne? Und halt hier Werbeanzeige, ne? Ich schreie nach einer Werbeanzeige, als jetzt halt wieder eine authentischen Menschen wieder zu sehen, wo man sagt, ey, da Der nehme ich mir steht die Zeit. dahinter. Exakt richtig. Ja, aber es muss ein Produkt sein, was ein bisschen originell ist und individueller, da bin ich mir ganz sicher. Weil wenn es ein eiskalt einfach nur ein Handy wäre von einem Massenprodukt, ist, glaube ich, viel schwieriger, als Ja, wenn du sowas, selbst voll. wie Tierrechte, Ja. wenn jemand die Tiere liebt und Tierrechte verfechtet, dann ist der Schritt ganz natürlich, dass man der Person zuhört. Und Ja. das geht viel tiefer, als wenn du sagen würdest, guck mal, ich habe das neue Samsung Galaxy S23, lass mal darüber reden. Ja. Das ist viel oberflächlicher, wenn man so will. Und ich glaube, du brauchst so eine Art Tiefe. Und wenn Voll. du eine Party hast, die Ja. sich aber differenziert von der Masse und auch leicht Ja. erkennbar ist, schon mit Namen vielleicht direkt, mit Looney Land geht schon Ja. direkt los. Ja. Und dann geht es noch direkt mit jedem Satz Voll. tiefer und tiefer und vor allem mit dem Buchstaben Z. Also wer da nicht rafft, so eine Art Reagiert. Alter, wo Ja. gehen die denn hin, die Typen, ey, Wahnsinn, die sind ja Ja. völlig verrückt. Das ist ein ganz anderer Schritt, als wenn du so ein Massenprodukt wie McDonald's jemanden verkaufen wollen würdest. Und dann sagt jemand direkt, ich esse kein McDonald's. Und schon ist das Thema durch. Aber dann merkt man doch auch jetzt gerade, was wir hier so wieder identifizieren. Storyline ist A und O, ne? Also wenn du die Storyline nicht hast, dann kannst du ja nicht irgendwas repräsentieren, was ein Produkt ist. Und unser Produkt im Veranstaltungsbusiness ist komplett emotional getriggert. Es ist ja kein Samsung S3 oder ich habe jetzt kein Samsung, ich S23 ja, kommt heute raus. iPhone-Nutzer, Kommt heute raus. deswegen. Ehrlich jetzt. Ist das so? Ja. Und ich krieg's heute. Oh yeah. Ehrlich jetzt. Ehrlich jetzt. Es ist witzig, dass es die zwei Sparten gibt. Ne? Aber Freuen richtig drauf tue ich mich spannend. trotzdem. Freuen darauf tue ich mich trotzdem, auch wenn es nur ein Produkt ist. Wenn das ist, weil du dich identifizierst, ne? Wieder mit dem Ein Produkt. bisschen, Ja. ja, ein bisschen. Also, Also oder zumindest das einfach abfeierst wie Funktion und dass es halt für dich funktioniert, also genau, rational natürlich nicht betrachtet, ne? vergleichbar mit einem Film oder einem Ja, Regisseur voll. oder einem Klar. Maler oder so, logisch. Ja. Das geht ja, oder Musiker geht viel tiefer, aber darauf freuen tut man sich ja trotzdem irgendwie. Ja. Bei Looninet hattest du gesagt, also wo es dann richtig gezündet war, einmal so ein bisschen so diese Erfolgskurve zu verstehen, ist, als die Musiker oder die Künstler auf euch zugekommen sind. Genau, auf so eine entspannte Art natürlich, genau, logisch, nicht so, verstehst du, dass sie uns angerufen haben, Nee, persönlich Quatsch, aber gesagt haben, wahrscheinlich. aber genau, aber dass man manche auf dem Festival, Indoor-Event kennengelernt hat oder sogar der Agent tatsächlich locker mit einem Kontakt aufgenommen hat. Genau, und da ist das quasi so ein bisschen natürlich entstanden und gar nicht so erzwungen. Und meinst du, für neue Brands, also jetzt auch für deine neue Brand, ist es elementar wichtig, dass immer Storyline, also ein richtig geiles Eventkonzept, mit guten Bookings und Corona miteinander korrelieren müssen? Nee, nur gute Musik vielleicht, aber der DJ muss nicht bekannt sein. Also wenn das Konzept stark genug ist, braucht man auch keinen, muss, also kann man haben, Ja. aber muss man keinen bekannten DJ haben. Hauptsache die Musik ist stimmig zu dem Konzept, so, weißt du. Aber wenn Ja. du beides machst, dann kommt halt zum Beispiel sowas raus wie Perucaville Ja. oder Bootshaus auf eine Art Ja. und Weise. Und natürlich ist das dann wie so zwei Superkräfte bündeln, Ja. so wie wenn Superman sich mit Batman zusammenschließt und dann hast du halt Super Bat. Super Looney Land Genau. DJ, Und dann hast du halt dann das effektivste Produkt auf eine Art und Weise. Aber also der eine Weg geht auch ohne, dieser nur der DJ-Weg. Aber da sind deine Grenzen nur mal nur bis zu einem bestimmten Punkt und dann nicht weiter.
oder und nur bist kreativ. abhängig, Ja, genau. Und du bist so abhängig vom Künstler. Genau. Und da ne? gibt es auch ein Limit. Da Ja. bin ich mir sicher. Also Tomorrowland ist auch nur Tomorrowland, weil es mehr ist, Ja. sozusagen. Und wenn die nur Superstars hätten, wäre es nicht so groß. Dann hätten sie locker 50.000 Gäste weniger, locker. Ja. So, ja. Und vor allem, ich meine, das hat ja wieder nur auch einen FOMO-Effekt. Ich meine, du sprichst es an. Ich meine, wahrscheinlich damals ja, als du ja Looney Land hier angefangen hast und die ganzen Agenten auf dich zugekommen sind, hast du ja so dadurch ja wahrscheinlich dein Netzwerk aufgebaut, ne? Um so ein bisschen mal, dass du uns auch immer ein bisschen abholst aus der Artist-Welt, weil du ja da auch sehr krass vernetzt bist. Das heißt, dass dir so ein FOMO nicht nur auf Seite von dem Konsumenten ja super geil ist, dass du die Leute zu deinem Event bringst und dann halt, ne, Schulhofprinzip darüber sprechen, sondern ja auch auf DJ-Ebene, ne? Weil ich meine, wie viele Leute haben Bock auf auf Tomorrowland oder Perucoville zu spielen, auch von den Großen. Und danach geht es vielleicht um die Gage und vielleicht in den nächsten Jahren, dann ist deine Abhängigkeit beidseitig geschaffen. Aber im ersten Jahr, wer die Leute, die im Grunde genommen da Bock haben, haben auch Bock wegen FOMO, ich möchte da auch unbedingt spielen, ne? Ja, genau, obwohl es da dann die zwei Schritte gibt. Das erste Schritt ist, dass Leute dabei sein wollen aus Idealismus. Und dann steht die Gage gar nicht so im Vordergrund. Und das ist eigentlich der schönste Weg, weil er authentisch ist und Tiefe hat. Und dann gibt es leider den nächsten Schritt, wenn eine Marke riesengroß wird. Und dann wollen die Leute eher spielen, weil die Marke so groß wird. Und dann hört meistens tatsächlich auch die Kreativität leider auf. Ist so. Also meistens, wenn die Marken sehr groß werden, fangen sie an, weniger kreativ zu Also sein. an Storyboard Ja, weil sie weiterzuarbeiten. faul werden. Ja. Also sie gehen nur noch auf Zahlen. Ja. Nur noch auf Gewinne, Ja. Maximalgewinne, so eine Art. Und das ist, glaube ich, in fast allem so von Disney World, Disneyland. Walt Star Disney hat Wars, wie am das Anfang, ausgeschlachtet genau, wird. George Lucas seinen Ja. Anfang oder auch Walt Disney seinen Ja. Anfang. Und Ja. genau, und ich glaube nicht, dass Walt Disney neuen CEOs von Walt Disney, der Firma, die gleiche Vision hatten wie Walt Disney früher, der Gründer Walt. Sozusagen, genau. Und das Schönste ist eigentlich, wenn die Leute eher aus Idealismus dabei sind, als dass du sagen kannst, ich habe das größte Produkt und ihr müsst dort spielen, was auch funktioniert, aber Ja. ist halt deutlich oberflächlicher, als wenn Leute wegen Idealismus da spielen wollen. Ja. Und meinst du, das war so auch nach dem ersten Jahr bei Perucoville genauso, dass die Künstler dann auf euch zukamen und sagen, ey, ich will unbedingt auf dem Perucoville spielen? Ja, und das war eher dieses Liebe zum Detail, Idealismus-Ding, genau, als hey, ihr seid zu groß oder so, was ja auch nicht gestimmt hat. Im Ja. ersten Jahr waren 25.000 da, im zweiten 50, aber man wusste ja auch nicht genau, wie viele Leute im zweiten direkt kommen würden und so. Also es war da ganz viel Idealismus eher und dass sie die Liebe zum Detail geschätzt haben, als dass sie sagen, ey, das ist die größte Marke, da spielt man so, Und über weißt du? diesen Weg ist es ja wahrscheinlich auch als für dich als Booker und halt als in der Artist-Welt ja viel einfacher, wahrscheinlich auf günstigere Preise zu kommen, als jetzt irgendwie die horrenden Preise zu zahlen. Genau, also wenn jemand auf Geld verzichtet, ist es am ehesten wegen Idealismus. Ja. Und danach kommt trotzdem die dickste Marke, weil es aus Imagegrößen gut auf dem Papier aussieht oder auf Social Media. Also wenn du im High auf Ibiza spielst, Klar. genau, hat das auch andere Gründe, warum du da spielen musst, weil es gut aussieht, quasi, genau. Und genau, die zwei Gründe gibt es meistens, ja. Ich finde es super, super krass. Vielleicht erzählst du uns gleich nochmal so von deiner Artist-Welt. Was ich noch vorrangig noch erzählen wollte, auch aus der so Veranstaltungsgeschichte, die ich so mittrage, ist bei Neon Splash. Also das war ja einer der Konzepte, die wir so ja, und du warst mitverantwortlich und ohne dich hätten wir das niemals im Bootshaus auch veranstalten können. Also danke nochmal, Uli. Wo ist mein Anteil? Moment, bist du in der Samsung S3 noch oder wie? S23, Junge. S23, S3 hatte ich auch. Ohne verdammt. Scheiß. Das S3 hatte ich auch, ehrlich. Ich weiß gar nicht, wie ich auf S3 komme. Das ist das einzige Ja, Präsent in meinem S3 war Kopf. aber lange her. Und das hatte ich wirklich. Ja. Und damals war es ja so, dass wir jedes Jahr immer neu, neues, so ein neues Storyline rausgebracht haben, ne? Ich glaube, vielleicht hattest du da vielleicht auch damals in uns ja vielleicht so gesehen, dass wir ähnlicher getickt hatten wie du. Wir hatten ja, als wir Veranstaltungen gemacht haben, gar keinen Bock auf irgendwie Saufen oder sonst was. Wir waren da für den Produkt da. Auch nicht auf Frauen. Ich bin seit 11 Jahren bin ich jetzt mit meiner Freundin zusammen. Die du bei der ersten Neon Splash kennengelernt hast. Bei der dritten oder Nein, vierten. ja. Aber So. tatsächlich. Deswegen nur Partys am Anfang gemacht und so schnell war es vorbei.
nach der dritten Party war schon vorbei. Und eigentlich der einzige Grund, warum. Aber ey, war das bei dir nicht genauso damals? Ja, also die jetzige, das waren schon, also mit der bin ich ja jetzt über 13 Jahre zusammen, aber das waren schon einige Luniland, weil Luniland ja so alt ist. Da gab es Luniland ja schon, keine 8 Jahre oder wo. Weil du wegen dem Produkt das gemacht hast. Ja, genau. Ja, und nicht wegen Spaß und alles andere. Aber ich meine, das nochmal wieder zurückzukommen, das ist ja das Geile, wenn du dich ja neu erfindest. Ne? Das heißt ja immer wieder eine neue Storyline und eigentlich kannst du immer wieder jedes Jahr einen neuen FOMO-Effekt schaffen, ja, auch für Künstler, um dahin zu kommen. Ja. Ja, ja, klar. Du musst eigentlich die Marke am Leben halten, wenn man das so nennen will. Und am Leben halten tut man es eigentlich nur mit Kreativität und Arbeit reinstecken. Ist halt so. Da heißt wirklich Stunden reinstecken. Aber wenn das Produkt gut ist, dann lohnt es sich immer, weil am Ende bist du der große Gewinner. Ja. Nur das Wort, das Produkt gut ist, ist tatsächlich schwieriger, als manche, glaube ich, denken. Genau. Und wie ist es jetzt, also du hast ja eine eigene Booking-Agentur, ne? Ja. Bookings. Ja. Bookings, sorry. Bookings und... Wir sind die Bücherkönige, sozusagen. Natürlich. Ja. Natürlich. wieder eine Storyline dahinter. Ja, natürlich, ist ein Wortspiel. Ja. Auch ziemlich clever. Wer vertritt dich? Bookings. Ja, welche Agentur denn? Ja, Bookings. Das ist ja ein Wortspiel. Ja, genau. Stark. Und wie siehst du da jetzt, also diese Welt, weil du, ich meine, du lebst ja Kreativität, neue Veranstaltungen, Konzepte und eigentlich so eher, dass jedes Konzept losgelöst ist von Künstler. Ne? Hm? Aber auf der anderen Seite bist du ja auch Künstler, Manager und Booker. Und wie siehst du da im Grunde genommen, und vielleicht kannst du uns da ein bisschen auch abholen von den Prozessen, wie das jetzt abläuft und wie du auch deine eigenen Leute im Grunde genommen also vertrittst nach außen hin. Also es gibt Produkte, die passen einfach und die passen nicht. Und auch wenn du diese Konzepte entwickelst, ist es schon so, dass er dir natürlich eine Richtlinie gibt, ob das Underground sein soll oder kommerziell, nennen wir es jetzt mal ganz platt. Und das muss schon gegeben sein. Also du kannst nicht so losgelöst arbeiten, dass du für ein Kommerzprodukt das mega düstere, abgefuckte Underground-Konzept kreierst, weil das passt dann nun mal auch nicht. Und selbst wenn das Produkt dann gut ist, passt es nicht zu der Musik, die da gebucht wird. Das also, heißt, dass diese Prozesse schaust du dir schon auch an? Eine Richtlinie muss es schon geben, genau. Weil, wie gesagt, du kannst ja nicht einen mega geilen Kunstregisseur, der als Genie gilt und eher so mega intellektuelle, düstere Filme macht und dann sagst du denen, wir wollen, keine Ahnung, Lego Welt 3 drehen. So. Ja. Weiß ich nicht, ob der richtige Typ für Lego Welt 3 wäre, wenn er mega anspruchsvolle Arthouse-düstere Filme macht, weil die Lego Welt 3 wäre dann für die gedachten Konsumenten eine Katastrophe wahrscheinlich, weil die sagen würden, was ist mit unserer Lego-Welt passiert? Ist ja auch, ich verstehe ja gar nichts mehr, so eine Art, weißt du? Also man braucht schon eine Richtlinie, selbst wenn das Produkt recht losgelöst ist, musst du wissen, ist es eher Disney World oder eher irgendwie ein Underground Actionpark, der total artsy ist oder so wie der von Banksy. Banksy hat ja mal so einen Actionpark gemacht, der ziemlich amüsant war. Also ist es eher Disney World oder ein Banksy Actionpark? Und das musst du schon wissen, weil sonst verfehlt das Produkt wirklich der Kunst, der Musik komplett geht's dran vorbei. Also du brauchst schon eine Richtlinie. Und genauso ist es mit meinen Künstlern. Du siehst Produkte und dann siehst du einfach, ob die passen oder nicht. Aber das siehst du als Checker natürlich ganz schnell. Also da brauchst du keine 3 Jahre für, sondern du siehst ein Produkt und sagst, das macht Sinn oder das macht keinen Sinn. Das heißt, du hast für jedes deiner also du hast ja wahrscheinlich beide Seiten bedient, ne? Du hast ja Veranstalter, die im Grunde auf dich zukommen und sagen, hey, ich möchte, dass deine Leute buchen, oder hast du noch Kontakte zu anderen Leuten, die du vielleicht nicht bei dir gelistet hast, ne? Und du hast auf deiner Seite hast du deine Künstler, die du halt auch auf Veranstaltungen platzierst oder halt auch im Grunde verbuchst. Das heißt, du hast auf der Ebene die Künstler, die du managst, hast du so Guidelines, wo du sagst, das ist ein Profil, das passt zu solchen Arten von Veranstaltungen. Dann gehst du auf die zu und sagst, hey Leute, das wäre doch perfekt für euch. Ne? Ja. Oder
Wie, also vielleicht kannst du uns einmal diesen Prozess abholen, ne? Oder Leute, die auf mich zugehen und ein Produkt anbieten, was aber gar nicht so zum Künstler passt. Ja. Und man denen das dann leider sagen muss. Und dann bist du auch rigoros. Genau, dann ist es meistens hat es aber mit mangelnder Qualität zu tun, logischerweise, ja. Dass vielleicht etwas so, nennen wir es jetzt mal trashy ist, ja. Dass es nicht geht. Also dass man sagt, sorry, das Niveau, das können wir nicht vertreten so. Ja. Und dann muss man denen das leider so sagen. Und natürlich ist das niedrigste Niveau wirklich nicht böse gemeint, aber wenn bekannte Künstler für Hochzeiten zum Beispiel angefragt werden, was passiert tatsächlich, auch Künstler von mir, die fünfstellig kosten und so, und dann werden die für Hochzeiten angefragt und da muss man natürlich ehrlich sein, da muss man sagen, sorry. Passt nicht. Genau, geht nicht. Also wir können so einen Künstler nicht auf eine Hochzeit schicken. Ich meine, andere, vielleicht andere Booker sagen halt, ey, ich will einfach Maximum, ne? Quantität, Kohle generieren und meine Leute halt so viel wie möglich da drauf haben. Meinst du, das ist ein sinniger Weg auf jetzt auf Artist-Management-Ebene, also auch auf Event-Marketing-Ebene für die Artists, so voranzugehen? Also du musst halt das Produkt wieder angucken und es gibt tatsächlich DJ-Produkte da draußen, die passen zu sehr vielen Marken und anderen Produkten, wenn man so will. Und da gibt es dann erstmal keinen Grund, 1000 Shows dann abzulehnen am Anfang, weil du ja erstmal ein Standing aufbauen willst. Aber dann gibt es Künstler, die super speziell und auch selber eigen sind und die auch sehr schnell meckern, weil sie so eigen sind. Und die kannst du dann natürlich nicht annähernd auf jedes Produkt schicken, weil sie dich dann auch feuern würden, weil sie direkt sagen würden, hey, wo hast du mich da hingeschickt? Ja. Willst du mich verarschen? Dafür gehe ich nie wieder hin. Genau, ich bin ein cooler Typ. Also sehen die sich dann meistens natürlich, ja, ich bin ein cooler Typ und du hast mich da zu einer mega uncoolen Marke geschickt und dann verlassen sie eventuell deine Agentur, weil sie sagen, du hast mich so nicht verstanden, als Künstler, dass ich dich verlasse, weil du mich nicht verstanden hast. Das ist ähnlich wie im Influencer-Marketing, ne? Also du hast ja letztendlich sind es ja Influencer, die du ja betreust, ne? Und wenn jetzt ein riesen Influencer jetzt tausende Marken, das ist ja auch nicht mehr repräsentativ für die Marken, wenn du L'Oreal einmal beworben hast und dann vielleicht ein anderes Beauty-Label auch nochmal beworben hast, dann ist es ja nicht mehr authentisch. Das heißt, ähnliche Konzepte siehst du auch beim Artist-Management. Ja, genau. Also man muss ein Gespür dafür haben, wer der Künstler ist und was zu ihm passt. Und manche kannst du dann auf 90% aller Produkte buchen und manche nur auf 20. Aber das musst du dann auch akzeptieren. Also auch wenn die doppelt so viele Shows haben könnten, musst du die Hälfte der Zeit Nein sagen. Weil du wüsstest, wenn du es machen würdest, wird der Künstler dich danach vielleicht verlassen. Weil und das sagen, passt auch nicht zur Marke dann. Also wenn, um noch mehr für dich jetzt auch noch mehr ihn öfter zu verbuchen, ist es ja nur oder geiler, wenn du halt ihn immer richtig platzieren würdest. Ja. Genau, weil so baust du eigentlich auch nur seine Karriere auf. Ja. Wenn du ihn oft fehlplatzierst, baust du ja eigentlich gar nicht so richtig seine Karriere auf, weil er auf Bühnen stehen würde, wo Leute vielleicht sogar buhnen würden. Ja. Sagen würden, was ist denn da los? Was ist denn das? So, genau. Und aber manchmal kommen natürlich dann die verrücktesten Anfragen und man versteht nicht, wie jemand denken konnte, dass das passt. So ein bisschen kann man sagen. Ja. Natürlich gibt es solche Momente, wo man denkt, Wahnsinn. Und da muss man ein Fingerspitzengefühl auch haben. Genau. Ne? Und dann sagt du, ich glaube, das passt nicht. Ja. So, ja. Auch wenn du gut bezahlst. So, ja. Ist das so wahnsinnig, weil du ja beide Seiten ja auch im Grunde verstehst, weil du ja selber auch Veranstalter bist und warst und auch sehr erfolgreich. Und jetzt auf der anderen Ebene auch natürlich auch so der Vermittler zwischen deinen Künstler und Veranstalter bist. Was ist so, wenn du jetzt so, also ich meine, das ist ja, wenn man sich das so anhört, wenn ich jetzt über so Stories von Neon Special überlege, Dubs, ne, damals, die unbedingt halt ihre Air Force One in Holland von unserer Show haben wollten, ne? Das war absurd und die nicht spielen wollten. Was sind so krasse Momente, wo du sagst, ey, das sind Anekdoten, die werde ich nie vergessen, ey, das ist so, das kannst du uns was erzählen, wo du sagst, das kann ich easy hier erzählen. Von so fraglichen Verhalten. Ja, so Verhalten, du, Momenten mit Künstlern, Artists, Backstage, The Green Room. Ja, also wenn sowas, also was zum Thema passt, da gibt es einen Künstler, der aus Humor so ein bisschen Looneyland-Ansatz extra Sachen ab und zu einen Rider schreibt, die er eigentlich gar nicht ernst meint. Zum Beispiel. So, und da war steht ein Jahr bei ihm zum Beispiel dann, dass er gerne einen kleinwüchsigen Hekte, der auf dem Trampolin in einem blauen Overall im Zimmer rumhüpft, wenn er reingeht, genau, quasi als Rider.
Genau, extra, genau. Und kriegst du dann so von Veranstaltern, ey, was ist das? Genau, aber wenn man den Künstler ja versteht, rafft man ja auch wieder, dass das gar nicht so ernst meint. Ja. Und für den gleichen Künstler haben wir dann sogar mal was umgesetzt aus dem Rider am Bootshaus als Gag. Und das war so, dass der ganz viele Diplo-Gesichter bei sich im Backstage hängen haben wollte von Diplo, und da haben wir das tatsächlich gemacht und Diplos Gesicht ganz oft fotokopiert, und dann hingen überall Diplo-Gesichter im Raum, und das fand er dann auch sehr lustig, als er in den Raum gegangen ist und überall Diplo-Köpfe hingen. Der Künstler ist auch mit Diplo befreundet, deswegen alles gut, also deswegen auch so naheliegend. Habt ihr ihn da so eine Wand gebaut? Wo er überall im Raum verteilt, so dran gebappt, wie so Wandsticker. Was witzig gewesen wäre, ja. Ich hätte so einen Raum gemacht, ne? Also ja. Eine Wand, und dann hätte der einen so einen Sessel dahin gepackt mit so Lotion und, und Toilettenpapier, dass er sich da alleine hinsetzen kann, um das zu genießen. Spaß hat. Ja, aber das haben wir dann aus Gag quasi mal umgesetzt, obwohl wir wussten, dass er es ja gar nicht so meint. Ja. Genau, aber das hat er sehr geschätzt. Also er fand das natürlich sau cool und nicht irgendwie so, keine Ahnung, was soll das? Sondern er war richtig so, ey, danke. Mega. Geil. Ja. Und natürlich hätte man das auch mit dem Kleinwüchsigen theoretisch machen können, aber ja. Ja, wäre fragwürdig ein bisschen. Genau. Ja, also wenn es gibt ja Performer in dem Bereich, die das auch dann gerne machen würden, dann ist es auch in Ordnung, genau. Und natürlich wäre das eine lustige Insta-Story, theoretisch, genau. Aber das haben wir dann nicht gemacht. Ja. Aber solche Sachen gibt es dann teilweise in Ridern, die dann nicht ernst gemeint sind. Und die ernst gemeinten sind dann ja eher die eher traurig sind. Also wo dann jemand so absurd viele Champagnerflaschen von Kristall im Rider stehen hat und ein Security Guard vor seinem 5-Sterne-Suite-Hotelzimmer bezahlt haben will, dass er vor seinem Zimmer steht, wenn er da übernachtet, was natürlich kompletter Schwachsinn ist. Das machen Leute auch schon Veranstalter? Das machen Veranstalter vielleicht sogar, oder? Glaube ich schon, ja, weil das sind wirklich, ich sage jetzt nicht Namen natürlich, aber das waren Superstars, der Superstar-DJ, der das wollte. Also wirklich Superstar natürlich, aber das ist ja völlig lächerlich. Also wenn du in Köln im 5-Sterne-Hotel in der Suite übernachtest, mit dem Code-System, dass du nur oben hinkommst mit einer Karte für den Bereich, und dann will der nachts für ein abgeschlossenes Zimmer einen Security Guard vor der Tür haben. Das ist wild. Come on. Ja, also das ist wild. Wer taucht denn da auf und er schießt den nachts in seiner Suite? Obama kommt vorbei. Im Hyatt oder so. Also genau, und das sind dann so Sachen, wo du wirklich nur Kopf schüttelst, und das ist dann auch nicht cool. Da denkst du, aber ich meine, lächerlich, das kostet uns theoretisch, wenn wir es machen würde, 700 € oder so oder whatever, damit da so ein Typ, ein Profi-Security, vor der Tür steht und den beschützt. Aber vor was? Vor was beschützt er den? Vor seinen Wahnsinn. Ja. Aber ich meine, wenn jetzt Veranstalter gar keine Ahnung haben, ne, und irgendjemand Neues jetzt reinkommt in das Geschäft, und dann sieht er so einen Rider und muss jetzt da und ist gezwungenermaßen halt aufgefordert, das Ding zu unterschreiben, dann denkst du ja erstmal nicht, hey, ich schreibe dem Booker jetzt, dass ich das absurd finde, sondern ich muss es irgendwie einhalten. Ich meine, das war ja damals ja auch genauso, dass wir diese Air Force One Schuhe gekauft haben, weil wir haben nur ein paar Schuhe geholt, aber die wollten beide Schuhe haben und wollten dann wirklich nicht auftreten, und wir fanden das absurd. Ja, ja, natürlich, Frechheit. Ja. Logischerweise, genau. Ja. Aber man theoretisch vertraglich gesehen, unterschrieben ist unterschrieben, und eigentlich müsstest du ihnen das gegen. Aber wie geht man als Veranstalter auf der anderen Seite um, wenn man jetzt sowas bekommt? Also Leute, die neu sind, die haben schwer. Also Leute, die neu sind und vielleicht nicht jemand stellvertretend für sich haben, also sagen wir mal wie mich, der dann einfach die Leute mich kennen und mich respektieren und ich dann eine Meinung haben darf, wenn man so nennen will, so, nee, das ist nicht in Ordnung, Leute, was soll das, so, dann werde ich ernst genommen. Aber wenn jemand Neues kommt und dann selber der Booker auch ist, die haben es dann oft leider schwer, weil die machen dann mit denen die Molly, weil die sagen ja, hey, du hast eine neue Marke, was hast denn du vorzuweisen? Du bist nicht Tomorrowland. So, weißt du, zeig doch erstmal, wie geil du bist. Und da sagen die dann natürlich eher so, nee, wir wollen jetzt Security Guard vor der Tür haben. Ja. Aber ein Bootshaus darf eine Meinung haben. Also das Bootshaus darf sagen, ey Leute, wir haben euch in der JFK-Suite im Hyatt zum Beispiel. Und da stellen wir jetzt keinen Security Guard vor. Das ist bescheuert. Ja. So. Das hat nicht mal so Arnold Schwarzenegger, als er da übernachtet hat oder wer auch immer. Lächerlich. So Coldplay übernachten da.
wenn sie in der Langsessarena übernachten, die haben kein Security vor der Raum stehen, lächerlich so, genau, und wir dürfen dann diese Meinung vertreten. Ja. Das heißt, mit Trust kommt dann halt auch ein bisschen mehr so ein bisschen diese Macht. Alles ist Macht, alles ist Macht. Oh mein Gott. Immer, überall, alles, nicht nur unsere Zähne, jede Zähne. Aber besonders wird es doch eigentlich Sinn machen dann zum Beispiel, wenn jetzt ein neuer Veranstalter kommt und sagt, hey, hab ein geiles, also ich nehme diese ganzen Sachen, die du jetzt hier im Podcast jetzt gesagt hast, Storyline, ich baue mir auch eine ganz geile Welt und du hast die Leute jetzt inspiriert, aber ich habe den Zugang nicht, ich brauche vielleicht noch einen Künstler, dass die auf dich zukommen, weil wenn sie es alleine machen würden, wäre es ja dann, also dann würde man ja wahrscheinlich ja erstmal gegen die Wand laufen, weil man ja nicht weiß, wie die Szene funktioniert. Also die könnten mit dir die Molly machen, theoretisch, genau. Also wenn ein DJ im Schnitt 20.000 kostet, könnten sie 50 sagen, so fängt schon an. Ja. Und die glauben denen das. Also die sagen so, keine Ahnung, finde ich jetzt teuer. Ja. Aber wenn die Agentur in London sagt, der so kostet 50, dann nehme ich mal einen, kostet der 50. Und da fängt es ja schon an. Und Leute, die erfahren sind wie ich, die sind dann natürlich eine Barriere, wenn man so will. Und dann sagen wir, die schicken mir dann eh nicht 50, logischerweise. Ja, weil die wissen, wenn sie das zu tun haben. Dann schicken die mir vielleicht 30 und probieren es so. Ja. Und dann sage ich, ja, okay, 25, weil der Kunde neu ist. So ein bisschen Bußgeld muss man bezahlen, so eine Art von mir aus. So, klar, aber so jemanden könnten sie theoretisch 50 schicken und er denkt, das passt schon. Und dann, dann hat er kein Geld gespart, indem man einen Booker anheuert, sondern er blutet eher, weil er Lehrgeld bezahlt, weil nicht jeder hat ein gutes Gewissen da draußen oder ein Conscience, ein Bewusstsein. Es geht um Geld. Genau, sondern die merken, wenn jemand ein Otto ist, die meisten, dann nehmen die den blutig aus. Ja. Und auch wenn der Act im Schnitt 15 kostet, sagen die dann rigoros 30 und ist denen total egal. Ja, aber ich kann mich auch noch erinnern, als du hast ja auch damals Neon Splash uns da wirklich auch geholfen. Ohne dich hätten wir das, also wir sind ja Juristen gewesen, die keine Ahnung haben von Veranstaltungen und sind da reingerutscht. Das heißt, ich finde das, also an alle, die gerade überlegen, eine neue Veranstaltung, ich finde es macht Sinn, mit Experten zu arbeiten, die halt wirklich auch Ahnung haben. Und ich meine, du bist ja nicht nur ein Experte, hört man ja raus, sondern du hast ein krasses Netzwerk. Ne? Aber man muss einfach sagen, du bist 20 Jahre in dem Business, kennst alle aus den USA, alle DJs, du bist mit Perdue mit denen so, ne? Aber jede Woche wird es noch mehr. Ja, klar. Es ist verrückt. Ja, es hört nie auf. Ja. Ja. Weil dann kommt Asien, dann kommt auf einmal Südamerika und kommen neue Künstler. Also es hört tatsächlich nie auf. Das ist der Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Boah, wir haben ja auch echt schon lange geschnackt. Also diese Szene ist ja ohne, wir wissen ja alle, sehr stressbewusst. Also sehr viel Stress haben wir. Wir arbeiten ja 5 Tage, dann haben wir noch bestenfalls auch noch das Wochenende mit Veranstaltungen und du bist ja auch noch on Tour. Wie bewerkstelligst du den Stress? Was ist so bei dir, wo du sagst, das ist mein Guilty Pleasure? Wie ich damit umgehe? Ja, oder was? Wie schaltest du ab? Also was ist so, was wo du sagst, also klar hast du gesagt, du hast eine Distanz auch sowieso, ne? Aber gibt es irgendeinen Moment, wo du sagst, so schaffe ich es, so mit einem Knopfdruck rauszukommen und einfach abzuschalten? Also abzuschalten täglich, das kriege ich ganz schnell hin, egal für welche Festivals ich buche oder Künstler ich vertrete, auch wenn es dann ganz große sind, das kriege ich eh hin. Nur ist es so, dass ich ab einer bestimmten Uhrzeit, wenn ich den Laptop zumache, antworte ich keine E-Mails mehr. Und das ist ein Riesenteil meines Business. Aber ich beantworte fast immer WhatsApps bis 1 Uhr morgens noch, auch wenn ein Kunde mich um Mitternacht fragt, klappt das jetzt noch mit dem an dem Termin? Ja. Weil ich einfach in WhatsApp so schnell bin und ich mache auch viele Sprachnachrichten, was nicht jeder gerne hört, tut mir leid, Leute. Aber es ist halt einfach viel effektiver, wenn du ganz schnell sagst, ja, das klappen wir, ich rufe dich morgen an, meld mich. So, weil ich einfach so trotzdem, weißt du, selbst wenn ich 4 Leute um nach 19 Uhr noch was fragen, wenn du eine Sprachnachricht machst, sind das von deiner Zeit von mir aus 3 Minuten. Aber die 3 Minuten geben den Kunden ein unfassbar gutes Gefühl und erhöht deinen Umsatz immens. Und diese 3 Minuten sind es absolut wert, dass du auf dein Handy noch zu verrückten Uhrzeiten antwortest. Und das ist deswegen bin ich immer erreichbar, aber nicht per E-Mail so, sondern auf meine Art. Und das wissen Leute, die mich gut kennen. Und ich glaube, die respektieren das. Und die meisten, die mich aber gut kennen, haben dann trotzdem so einen Respekt, dass sie es nicht übertreiben.
Also die melden sich dann noch bei mir um 7 oder 8 oder 9, aber sie wissen, dass sie auch nicht übertreiben sollten, so, weil sie selber oft erfolgreicher sind ja. und dann Grundrespekt vorhaben. So eine Art, hey, wenn der Juli mir jetzt noch um 21 Uhr die Antwort schickt, werde ich ihm aber keine 12 Fragen stellen, sondern das mache ich morgen, so ja. eine Art, genau. Aber so gehe ich damit um, aber ich bin immer auf Sendung, wenn man das so nennen will, und selbst im Urlaub. Also selbst, krass, genau, ich Wahnsinn. War letzt vor 2 Wochen in Singapur und WhatsApps und ans Handy gehen tue ich immer, selbst in Urlaub. Und dann sage ich aber Leuten am Anfang des Gesprächs, hey, ich beantworte dir die Frage jetzt, aber ich bin im Urlaub, nur zur Info. Nur, dass du das weißt. Und das ist dann eine Art nettes Statement von mir, aber er kriegt die Antwort, die er wollte, wenn er angerufen ist. Und wenn mich 30 im Urlaub anrufen, gehe ich 30 Mal dran. Wow. Und dann kriegen sie 30 Mal von mir, ich bin aber im Urlaub, hier ist die Antwort, nur, dass du das weißt. Und dann melden die meisten sich nicht nochmal, ja. nachdem ich das gesagt habe. Aber diesen ersten also die Scham Kontakt haben, ne? kriegen, genau, ja. Respekt so ein bisschen. Ja. So genau, findet die eh cool, dass ich ans Handy gegangen bin, ja. im Singapur, im Tierpark, sage ich mal schnell. Ja. So genau, aber den Respekt kriegen auch die Kunden noch von mir. Deswegen bin ich eigentlich immer auf Sendung, aber es ist nicht so wild, wie es vielleicht klingt, weil dieses System mit dem schnellen Antworten, wie ich es mache, mit WhatsApp, auch ja. mit Sprachnachrichten, das ist umsatztechnisch genial. Kannst du mir glauben? Also es lohnt sich, diese Zeit zu investieren für das Ergebnis. Und es verändert absolut nicht und es verändert nicht dein gut. Leben. Verstehst du? Also es ist ja. nicht so, dass du dadurch ein ganz anderes Leben lebst und sagen musst deiner Freundin, wir wollten zwar auf den Berg steigen, können wir aber nicht. Doch, können wir. Ich mache vielleicht nur 3 WhatsApp-Nachrichten, die zwischen 10 Sekunden und 30 Sekunden sind, wo ich dem Kunden irgendeine Antwort gebe. Und das lohnt sich immer. Und ich meine, das ist ein People's Business, ne? Und deswegen, genau. und deswegen musst du ja auch mit Leuten kommunizieren und ja. halt offen auch transparent. Ja. Das finde ich wahnsinnig geil, weil für mich ist tatsächlich, und deswegen, das nehme ich auf jeden Fall auch mit, für mich ist manchmal auch, dass WhatsApp eine Überflutung ist manchmal und so eine ja. Last. Ja. Aber so wie du das betrachtest und herangehst, finde ich das super smart, das auch nicht als Last zu betrachten und halt wirklich das einfach locker anzusehen und einfach kurz eine Sprachnachricht, weil es ist ja nur eine Art von Kommunikation. Ja. Und es gibt ja den Gegenüber, also den Empfänger, gibt es ja mega die geilsten, transparenten Einblicke, dass du gerade an die Person denkst und aber im Urlaub bist. Und ich ihn spannend. Ignoriere, genau. Ja. Und der Inhalt von ihm kann ja per WhatsApp, wenn es eine geschrieben ja. ist, super lang sein. Ja. Also, dass er die WhatsApp vielleicht 5 Minuten getippt hat und meine Antwort ist zwar nur 12 Sekunden, aber eigentlich kommt es auf den Kern der WhatsApp an ja. und wenn du es nett sagst, ist das Ergebnis für ihn zufriedenstellend. Auch ja. wenn du nicht eine 2 Minuten antwortest und bla 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 und ich bin gerade hier und ach, die Sonne geht gerade unter, ja. sondern du gibst ihm eigentlich nur das, was er will, zusammengefasst, aber höflich und nicht in diesem Gefühl, du nervst gerade, ja. sondern so, ey, alles gut hier, bam bam bum. Und der Kunde ist aber glücklich, auch wenn er einen langen Text schreibt und nur 12 Sekunden Antwort kriegt. Und das nimmt, holt dich nicht aus, also wenn du jetzt diesen bildlich, du bist da auf dem Berg mit deiner Freundin und kriegst da halt so eine Problem-WhatsApp, weil vielleicht könntest du nicht aufgetreten oder nicht da ist und whatever, ne? Keine Ahnung. Ne? Und das nimmst du, dann antwortest du, aber das nimmst du dann nicht in den Tag mit rein, wo du sagst, ey, das nervt mich jetzt oder hast du da irgendwo, wo du sagst, ich kann das easy abschalten, weil? Also es gab natürlich Extreme, die wirklich extrem waren, wo jemand sogar mich beschimpft hat am Telefon oder so. Und das braucht dann mehr als 10 Sekunden im Urlaub selbst. So, also ich wusste schon mal in Austin, Texas, von einem Booking-Agentur-Besitzer angerufen, der mit einer Frechheit, also unglaublich, mich beschimpft hat, angeschrien hat, obwohl er komplett im Unrecht war, also einfach nur eine Riesenfrechheit. Ja. Und natürlich habe ich mich auch gewehrt, weil ich nicht ein Typ bin, der so Ja und Amen sagt, sondern ja. ich habe dann zurückgemeckert. Das holt dich schon kurz aus dem Urlaub raus und denkst ja. so, boah, Alter, fuck der mich gerade ab, der Typ, so. Das geht ja mal gar nicht. Ja. Und du erzählst dann auch deiner Freundin tatsächlich. Ja. Du sagst so, boah, der hat mich gerade angerufen, der hat das eine unglaubliche. Ich habe gesagt, ich bin im Urlaub, war dem egal. Und der schreibt mich da einfach an, Wahnsinn, so noch der Inhalt, verrückt, völlig im Unrecht, so mit seinem Inhalt, bla bla. Aber sowas passiert einmal alle 3 Jahre ja. und who cares, so, ja. weil
ist ja auch so im Leben, also auch mit anderen Firmen kriegst du doch mal einen Anruf, klar, ja, tut uns leid, ihre Firma, bla bla blub, so. Und dann habe ich mal so einen Anruf. Aber die meisten sind ja lieb, weil die was von mir wollen und ich nett bin eh und die nett sind die meisten. Also ist es einfach ein netter, schneller Austausch. Und das schmeißt mich natürlich nicht aus der Bahn. Nee. Mega geil. Aber sehr cool, wie du herangehst an diese Sache. Ich hätte noch so viele Fragen. Ich glaube aber, wir müssten wahrscheinlich noch eine zweite Folge machen und dann noch wenn du natürlich Bock hast. Abschließend, die letzte Frage, die ich dir stelle: Star Wars oder Star Trek? Auf jeden Fall Star Wars, was der erste Kinofilm war, in den ich je war, mit 1978 in New York City in Episode 4. Also den Original Star Wars, war der erste Kinofilm, in dem ich war. Ich war natürlich mega klein, erinnere gar nichts, aber meine Mutter hat mich aus irgendeinem Grund mitgenommen und vielleicht so eine unbewusste Begeisterung hat es vielleicht trotzdem ausgelöst, weil es der erste Kinofilm meines Lebens war, in New York, Star Wars, genau. Und, Wahnsinn. Ja, und ich habe dann auch Episode 2 oder 5, ja. Fünf eher gesagt, habe ich auch im Kino dann damals gesehen und war auch nicht alt, natürlich auch mega jung und so. Und deswegen so in das Star Trek bin ich so eingestiegen, die Story kann ich noch erzählen, die war ist geil. Es gab früher in Köln, gab es mehr so, ja, so Loser-Kinos noch, nennen wir es mal so. Und die hatten dann so Tage, also wir reden jetzt auch wirklich schon was her, also ich rede hier von 25, 30 Jahre her wieder oder so, also jetzt nicht vor einem Jahr. Und die hatten dann so Nächte, wo die so 7 Bruce Lee-Filme hintereinander gezeigt haben und so Zeug. Und da gab es auch mal eine Nacht, da haben sie Folge 1 oder Episode 1, wie auch immer, von Star Trek bis 7 oder 8 alle durchgehend geguckt. Und das haben dann, und mein Freund und ich kannten keinen einzigen Star Trek-Film, null Respekt vor dem ganzen Franchise und sind dann reingegangen und waren dann von 22 Uhr abends bis nächsten Tag 16 Uhr durchgehend im Kino mit nur Kaffee trinken zwischen den Filmen, haben die angeboten, so billig Kaffee, waren zu dritt, der eine hat eineinhalb Filme auf dem Boden vom Kino geschlafen, der eine vor allem einfach auf dem Boden gelegen und geschlafen und ich habe nur die Hälfte von Episode 6 verpasst und sonst habe ich alle geschafft, wach zu gucken, von 1 bis, ich meine 7 oder 8, 7 meine ich oder so, aber es war verrückt, also von 22 Uhr bis 16 Uhr den nächsten Tag. Das und als krass. Ich aus dem Kino rauskam, war die Sonne am Scheinen und die Sonne war schon wieder halb am Runtergehen, so eine Art, weil wir so lange im Kino waren und so war mein Star Trek Einstieg, dass ich direkt 7 Filme in einem Abend. Das ist so Wahnsinn. Andere gehen raven bis morgens von 22 Uhr bis morgens und du gehst in Star Trek. Ja, und das war irgendwie nur so, keine Ahnung, 20 D-Mark, war wirklich auch noch D-Mark-Zeiten quasi. Wahnsinn. 20 D-Mark und haben wir eiskalt durchgezogen. Absolut einfach geil. Alle 7 Teile mitten in der Nacht durchgezogen in diesem Assi-Kino. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das abschließen soll. Entweder möge die Macht mit dir sein oder wir beamen dich ab, ne? Ja. Juli, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, beim Green Room dabei zu sein. Hat mir echt sehr viel Spaß gemacht. Und danke. Ich meinte schon zu Siamak, schwach angefangen, stark nachgelassen. So wird der Green Room laufen. So wird's sein. Bis dahin. Ciao.